Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal unseres FC 08 Homburg. Ein deutlicher Sieg für unseren FCH hätte man vor dem Spiel nicht so unbedingt erwartet. Bei mir Pascal Reinhardt. Pascal, deine Eindrücke vom Spiel? Ja, wir waren eigentlich die Woche ganz gut vorbereitet auf den Gegner. Und der Trainer, der stellt uns immer super ein. Wir wussten, was auf uns zukommt. Und das 1-0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. War dir das selber so vom Spielverlauf überrascht, dass es dann doch recht schnell 3-0 und dann auch das 4-0 gefallen ist? Es ging dann ziemlich schnell. Wir haben nicht so gut gespielt jetzt, was wir eigentlich können. Aber ja, wir sind zufrieden. Die Betreuer-Randaliere hier, geht gar nicht. Ja, jetzt steht am Ende ein 6-0-Sieg zur... Wir ziehen das knallhart durch, ja? Am Ende steht jetzt hier ein 6-0-Sieg, in der Höhe aber, denke ich, auch verdient. Ja, klar, wir waren klar spielbestimmt, hatten viel mehr Ballbesitz, hätten es dann schon noch besser spielen können. Trainer war nicht ganz so zufrieden, auch in der Halbzeit, die Spannung war nicht ganz so da. Und ja, aber 6-0 sind wir zufrieden und fahren wir heim. Jetzt kommt nächste Woche Waldhof Mannheim, was erwartest du da? Ja, ich werde mir jetzt die Woche zeigen, was der Trainer uns da mitteilt und vorstellt. Und dann gucken wir mal. Natürlich wollen wir das Spiel auch gewinnen. Wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können. Gut, Pascal, dann ich bedanke mich recht herzlich. Ich bin jetzt ein wenig aus dem Konzept durch die Eiswürfel, ja, nach dem Anschlag. Ja. Wir sehen uns am Freitag. Dankeschön. Danke. Ja, bei mir steht nun Martin Ice Cube Kramer. Martin, deine Eindrücke vom Spiel? Ja, also wir haben heute komischerweise viel genetzt, was uns in den letzten Spielen ein bisschen gefehlt hat, dass wir unsere Torchancen genutzt haben. Und heute haben wir wirklich eiskalt zugeschlagen. Und auch wenn es nicht unser bestes Spiel war, müssen wir heute hier klar zufrieden sein, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Das war unser Ziel. Und jetzt, denke ich mal, schauen wir direkt auf nächste Woche. Und ja, lassen das hier rundes Spiel. Und nächste Woche ist ein neues Spiel. Es hatte phasenweise den Eindruck, so ein bisschen vom Trainingsspiel oder Vorbereitungsspiel. Wie hält man da über 90 Minuten dann doch die Konzentration hoch? Ja, muss sagen, das ist schon schwierig, weil der Gegner dann wirklich auch einen gar nicht mehr herausfordert und dann können wir auch unser Spiel nicht mehr richtig aufziehen, weil der Gegner einfach sich nur hinten reinstellt. Aber gut, das wussten wir, dass es sowas, dass es zu sowas kommen kann. Und ja, es ist wirklich schwer, über 90 Minuten lang Zug drin zu halten, aber wir haben es versucht und können uns jetzt heute zufrieden geben, dass wir hoch gewonnen haben. Mit einem 6-0-Erfolg im Rücken kommt jetzt am kommenden Freitag Waldhof Mannheim zu Gast ins Waldstadion. Was erwartest du da von dem Spiel? Ja, es wird deutlich schwieriger. Es ist wieder ein Heimspiel vor eigener Kulisse, aber der Gegner bringt seine eigenen Fans mit und klar, Waldhof ist jetzt nicht zu vergleichen mit Baunatal. Es wird deutlich schwerer, aber jetzt mit dem 6-0 im Rücken und auch, dass wir wissen, dass wir jetzt anfangen, eine Serie zu starten, denke ich, dass wir da auch wieder Vollgas geben werden. Wie bewertet man im Kopf so ein Spiel? Das wird genauso abgehakt wie jedes Spiel? Nein, es ist schwierig, weil klar, wenn man 6-0 gewinnt, neigt man dazu. Das ist normal, dass man überheblich werden kann. Aber ich schätze mal, der Trainer wird uns jetzt von Dienstag wieder direkt sagen, dass es so nicht geht. Und wir werden auch versuchen, uns voll zu konzentrieren auf den nächsten Gegner und dieses Spiel abzuhaken. Gut, Martin, dann ich bedanke mich recht herzlich. Dann sehen wir uns am Freitag gegen Waldhof. Danke. Ja, bei mir nun unser Trainer Christian Tietz. Christian, vom Ergebnis 6-0 kann man sicherlich zufrieden sein, aber du machst nicht ganz so den glücklichen Eindruck. Ja, letztendlich war das Spiel nach fast schon, muss man sagen, mit dem 1-0 entschieden, aber spätestens dann nach 20 Minuten war es, glaube ich, schon 3-0 gestanden. Da war das Spiel komplett entschieden. Erste Halbzeit haben wir dann schon runtergefahren, aber immer noch Spielkontrolle gehabt und auch mal noch ein Tor gemacht, dann haben wir noch eine Möglichkeit. Zweite Halbzeit wollten wir rauskommen und gesagt, kein Gegentor. Und aufgrund unserer momentanen Personaldecke haben wir gesagt, nicht mehr so ein hohes Tempo, weil das Spiel ist entschieden, da wird auch nichts anbrennen. Aber das haben wir dann ein bisschen falsch interpretiert, weil dann haben wir richtig runtergefahren. Und deswegen einfach die Unzufriedenheit, weil gerade unsere beiden eingewechselten Stürmer mit Kuhlmann und Gellinger, die hätten sich heute ein riesen Selbstvertrauen holen können, weil die hätten Möglichkeiten sich erspielen und herausholen können, wenn da nicht nur von den beiden, es war dann die gesamte Mannschaft, das Engagement so stark runtergefahren hätte. Gerade in der ersten Halbzeit war von der Tribüne sehr viel Positives über unsere Spielweise zu hören. Und so in den ersten 10 Minuten hatten wir auch den Eindruck, dass Baunatal halt durchaus gewillt ist, nach vorne was zu machen. Hast du die dann doch so erwartet, dass die auseinanderbrechen? Oder ist das normal für so einen Aufsteiger? Also ich glaube, es ist für eine Mannschaft, die aus der Oberliga hochkommt und die auch nicht in der Profibedingung arbeitet, in der Liga nicht ganz einfach. Weil in der Saison, finde ich, die Liga deutlich an Qualität dazugewonnen hat mit dem Absteiger, aber auch mit den anderen Mannschaften, die zugelegt haben. Hinzu kommen noch, die haben 3-0 Offenbach gewonnen, da schwebst du auf Wolke 7.
Und die Mannschaft hat mit Sicherheit auch gedacht heute, man hat es ja auch hier gelesen, wir haben gegen Mannschaften von unten erst gewonnen, aber TSG Hoffenheim 2 darf man nicht als Mannschaft von unten sehen. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Ich glaube, das hat man jetzt auch mal im Abgleich der letzten Spiele gesehen. Und dass wir Fußball spielen können, das ist nichts Neues. Aber ich habe uns trotzdem nicht so stark, ist ja noch erste Halbzeit nicht. Aber das ist auch nicht ganz immer entscheidend. Wir haben jetzt die anderen Spiele so stark gespielt und letztendlich so wenig Tore im Verhältnis gemacht, das sind viel der Torschancen, dass wir heute mal eine richtig gute Quote hatten. Du hast auch Dennis Gerlinger gebracht nach der Verletzung und vor allem auch Mario Klinger. Wie zufrieden warst du mit seiner Leistung? Und Mario hat das ganz routiniert und man würde sagen abgewichst gemacht. Ja. Den kannst du hinten reinstellen, der spielt ein paar ruhiger runter, weiß, was er momentan belasten kann. Da wollten ihn auch nicht zu stark in den Sprint reinkommen lassen, hat ganz sicher gespielt. Also wir wissen, dass wir mit Mario einen guten Jungen geholt haben. Und Dennis Gerlinger? Man sieht es an meinem Durchschlag. Ich weiß, dass Dennis jetzt mit der Verletzung, Dennis ist auch ein Junge, der dann gerne ein bisschen sensibler ist. Wir hatten ja vorhin früher einzuwechseln. Dann kam die Situation mit Alban Rahmein dazu, dass der Schiedsrichter schon so viel angedeutet hat, nach der gelben Karte sollten wir was machen. Dann kommt auf einmal Christian Beisel zu mir, der hat mit Kreislaufproblemen gehabt. Und ich wollte eigentlich Dennis einwechseln. Aber da Dennis der Spieler war, der auch noch auf den Außenbahn spielen konnte, habe ich dann zu ihm gesagt, warten wir. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da war er fast niedergeschlagen. Und so kam er dann auch ins Spiel rein. Aber wer den Dennis kennt, der weiß, dass es auch wieder ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Das heißt, du hast jetzt, was die Spielerquantität angeht, wieder mehr Möglichkeiten, auch in der Qualität. Was heißt das für das Spiel gegen Waldhof Mannheim? Das kann ich so nicht genau sagen. Das hängt auch ein bisschen ab, was ist mit Yannick Tewelde, was ist mit Mike Bayer, die beide eine Mandelentzündung haben. Was ist mit Emil Nullmitt nach seinem Sehnenriss, wie kommt er zurück? Was ist mit Ahmed Ayaloglu, wie kommt er? Das werden so die vier Spieler sein. Kann durchaus sein, also wir haben uns mit dem Spieler geeinigt. Wir hoffen, dass wir am Montag noch einen Neuzugang präsentieren können, sodass wir da dann wieder etwas entspannter entgegensehen können. Trotzdem muss man wissen, Nino Lacanina muss operiert werden am Schambein. Dann hat sich der Patrick Ibero-Pais gestern in der Reha schwer verletzt. Hat also einen Muskelbündelabriss nach hitzigem Zeitpunkt sich zugezogen. Bei Oskar Mbele war es so gewesen, dass das Kreuzband komplett gemacht werden musste, dass wir jetzt 3 Langzeitverletzte haben. Und uns trotzdem überlegen müssen, macht es vielleicht Sinn, dass wir neben dem Spieler, den wir jetzt holen wollen, vielleicht auch noch einen mit rauchen. Aber das müssen wir in Ruhe mit den Beteiligten allen besprechen, ob wir darauf reagieren oder nicht. Momentan läuft es ja rein aus sportlicher Sicht auch relativ erfolgreich. Jetzt wartet am Freitag Waldhof Mannheim bei uns, ist zu Gast. Wird sicherlich ein Spiel mit einer sehr hohen Zuschauerkulisse. Wie nordest du da deine Mannschaft ein? Also Waldhof Mannheim wird ein komplett anderes Spiel. Waldhof Mannheim ist eine Mannschaft, die unglaublich starkes Pressing spielt, die laufstark, kampfstark ist, die sehr schnell versucht, den Ball nach vorne in die Endzone zu spielen, danach setzt sich in Zweikämpfe verwickelt. Also eine Mannschaft, die Qualität hat. Man muss auch mal sehen, sie spielen jetzt erst morgen. Die Situation ist ja auch die, wenn sie punkten, sind sie mit oben dabei. Wenn sie nicht punkten, stehen sie auch schon ein bisschen unter Zugzwang. Aber das wird natürlich für die Zuschauer ein sehr interessantes Spiel, weil hier zwei Mannschaften aufeinander treffen, die wollen Fußball spielen, die wollen ihr Heil letztendlich schon in der Offensive suchen. Gerade in der Oberligasaison hat man gemerkt, dass eine starke Zuschauerkulisse, starke Unterstützung die Mannschaft pushen kann. Da hatten wir eine sehr junge Mannschaft, jetzt haben wir einige Erfahrenen drin. Geht das denen ab? Also sind die davon nicht mehr beeinflussbar? Ich glaube schon, dass die erfahrenen Jungs bei uns wirklich darauf ruhig reagieren. Das heißt aber nicht, dass wir nicht wollen, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen und viel Unterstützung haben, weil das gefällt jedem Spieler, auch den Erfahrenen. Also von daher, ich glaube nicht, dass die Kulisse uns dementsprechend beeinflussen wird. Das sieht man schon. Ich mache mir eher Gedanken, dass wir mittlerweile zu ruhig spielen mit den erfahreneren Spielern. Da bin ich eher draußen dran am Schieben, kommt jetzt doch ein bisschen mehr. Aber das sieht man uns am Spieler, das tut uns grundsätzlich allerdings gut. Man sieht ja auch, wir spielen das ruhig, wir lassen hinten wenig zu. Aber das ist so die Balance, die wir finden müssen, dass wir jetzt nicht zu wenig machen, sondern dass wir da so einen guten Mix finden. Gut, Christian, dann ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Nach einem 6-0 kann man auch die Heimfahrt, nimmt man gerne auf sich. Wir sehen uns dann gegen Mannheim, hoffentlich mit zahlreicher Unterstützung für unseren FCH und hoffentlich auch wieder positivem Ende. Danke, Christian.